Solo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal war wieder leicht asynchron, ich weiß auch nicht warum. Hoffe, dieses Mal ist es nicht so. Testaufnahme war jedenfalls nicht asynchron. So, der Aggressor hatte mich auf die Idee gebracht, dass ich doch die Level, die ich damals im Multi gespielt hatte, aber eben nicht euch zeigen konnte, weil es geleckt hatte wie Sau, weil es meine Schuld war, dass ich die theoretisch hier nochmal finden könnte. Und das ist richtig, jetzt ist es allerdings noch länger her. Muss ich mal durchgucken, ob ich das hinkriege. War das... Habe ich das euch gezeigt oder nicht? Ich glaube, das war das da hier, ne? Haben wir das zusammen gesehen? Haben wir das hier zusammen gesehen? Ich muss mal kurz reingucken. Wahrscheinlich spiele ich jetzt irgendwas doppelt, was ich schon mal gezeigt habe. Keine Ahnung. Nee. Und weil wir es hatten im letzten Part, wo ich gesagt habe, bei Devorie, da ist es so gebaut, dass mehrere Leute gleichzeitig in die Röhre können. Mit so einer Konstruktion hier wird das zum Beispiel verhindert, weil wenn jetzt der erste Spieler hier reingeht, fährt das Ding hier hoch und es kann theoretisch kein anderer mehr rein. Sehe ich das richtig? Also vielleicht, wenn man wirklich gleichzeitig reinspringt, aber ne, theoretisch kann jetzt kein anderer in die Röhre rein. Ne, das hatten wir das war doch das, wo ich gesagt habe, das ist eins der besten Multilevel, oder? Das habt ihr, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das haben wir... Oh. Nee, das haben wir gesehen, ne? Das muss dann ja danach gewesen sein. Das haben wir auf jeden Fall... Ja. Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Ja, das ging da jetzt... Das war das, wo es hier hochging. Das spielen wir jetzt nicht noch ein drittes Mal. Verflucht, wo war das denn dann? Das war alles davor. Das war ziemlich sicher davor. Es muss doch da sein, wo auch die anderen Multilevel gelandet sind. Sind ganz viele nicht abgeschlossen. Ich höre die Liste schon auf. Das ist ja auch doof. Ich weiß es nicht mehr. Das haben wir... Das habt ihr auch gesehen. Ich bin doch nicht komplett bescheuert. Das war alles... Das haben wir alles gemacht. Dann kamen hier die Carefree Conditions... Dann das. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Keine Ahnung. Das haben wir gesehen. Das haben wir auch gesehen. Toad Down Tunnel. Das hatten wir auch gesehen, ne? Ich bin lost. War das jetzt innerhalb von den Leck-Dingern oder habe ich das euch richtig gezeigt? Doch, das habt ihr gesehen. Das war aber ein cooles Level. Das können wir kurz nochmal spielen. Aber das haben wir gesehen. Super mache ich das. Nee, so hätte ich nicht gewonnen. Das war das, wo ich ganz am Schluss noch den überholt hatte. Das haben wir. Das haben wir in der Aufnahme. Ja, vielleicht zeigt es dir jetzt auch nicht an. Keine Ahnung.
Und ins Ziel. Ah, das haben wir gesehen. Aber... aber war das davor oder danach? War das davor oder danach? Ach nein, jetzt bin ich wieder ganz oben. Wo sind denn die anderen Multilevel? Gehen wir es doch... da, das ist das letzte Multilevel. Und das war ja direkt die Aufnahme danach. So, das heißt, das hier, das haben wir alles gesehen. Das hier war das mit den Kugeln, das haben wir auch gesehen. Das haben wir auch gesehen. Das hier war es dann. Ja, hier sind die Dinger. Hier sind die Dinger. Ich hab's gefunden. Muss ich nur kurz gucken. Es waren drei Level, ne? Oder waren es vier? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das hier ist jetzt auch so eins. Na gut, hier können theoretisch auch wieder mehrere in eine Röhre rein. Na, es ist zwar mit einem Timer, das war übrigens, wenn das das Level, doch ich glaube das war das Level, das hat halt ewig gedauert, bis die Bombe da runtergelaufen ist. Das war das Level, doch. Das müsste das gewesen sein, ja. Und jetzt stellt euch das mit Lex vor. Also, aber es waren halt richtig böse Lex. Ihr wisst ja, mein Internet war ja super schlecht und der hat ja das falsche Internet gewählt. Und das war ja das Problem. Ich habe halt nicht gewusst, dass ich der Fehler bin. Das war... ach ja, und dann kam die Stelle. Das war auch mit Lex richtig spaßig. Das ist halt... das ist wirklich das perfekte Level für Lex gewesen, ne? Also... aber als Multi eben schön. Als... das war auch... ich erinnere mich. Ja... auf die Dinger warten mit Lex war... oh, es war so eine furchtbare Aufnahme. Und dann halt gepaart damit, dass ich nachher herausgefunden habe, dass ich das Problem war. Ach ja, da habe ich was dazu gesagt. Das hat man jetzt dann ja nicht mehr gehört. Da habe ich was dazu gesagt. Und zwar, das ist jetzt der Teil, der nicht so gut war. Weil du hast ja vier Türen und in die kann jeder theoretisch gleichzeitig reingehen. Aber dann kommst du hier in so einem Viererkästchen. Man sieht es jetzt halt nicht, weil ich immer Pause mache. Dann kommst du in so einem Viererkästchen raus. Das heißt, die oben rausgehen, haben natürlich einen Nachteil, weil die auf die drauf fallen, die unten rausgehen. Und die unten, die rausgehen, kommen eher ins Ziel. Also das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Ich weiß nicht, warum das am Ende nochmal so gemacht wurde. Weil man könnte ja auch einfach die Zielstange da hinsetzen, anstatt der Türen. Na, weil so ist es dann wieder ein bisschen doof. Ja, also das war der kleine Nebenpunkt, der nicht so gut war. Ach, jetzt ist das wieder, weil ich das spiele, ist es wieder oben. Oh, jetzt darf ich wieder suchen. Hier war das. Wann kam dieses Level hier? Das hatte ich verloren. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was bei dem Level genau war. Ach ja. Da muss man erstmal sich den Helm holen. Das hat erstmal ewig gedauert, bis ich das gecheckt habe. Dann geht man hier durch. Und hier. Das hier im Multi. Mit Legs. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Spaß hier war. Weil, ne? Ist er kaputt gegangen. Da ist oben ist nämlich ein Swamp, der da drauf fällt. Und... aber da unten ist halt auch der On-Off. Und, na? Bis man hier es geschafft hat, einmal hier rüber zu kommen. Ja. Uff. Dann war hier, ging es nicht weiter hier hinten, ne? Richtig, hier hinten ging es nicht weiter. Ich weiß nicht, was dieser ganze Zwischenteil hier soll. Ah, yeah. Jetzt verstehe ich den Zwischenteil erst, den hat dann jemand anders gelöst. Okay.
Den hatte dann schon jemand anders gelöst, weil die Ranke war nämlich da. Als ich angekommen bin, war die Ranke schon da. So, jetzt geht man hier raus. Und jetzt kriegt man hier noch einen Schuh und damit geht man dann da hoch. Ungefähr so weit hatte ich das Level, glaube ich, gesehen und dann hatte jemand das Level abgeschlossen. Also ich denke, jetzt kommt nicht mehr viel, weil da kommt ja schon der schwarze Screen. Ah, verstanden. Okay. Also für Multi war es halt Mist, ne? Jetzt für Singleplayer ist es natürlich ein cooles Level. Aber irgendeins von den Leveln war doch, hatte ich richtig schön in Erinnerung, wo ich gesagt habe, das ist echt schade, dass wir es nicht spielen konnten. Welches war das denn dann? Mario Kart. Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Wait, nein, das haben wir gespielt. Da war noch ein Waldlevel. Ne, das hatten wir jetzt im richtigen Part. Das habe ich euch gezeigt. Auch das ist wieder so gebaut, wenn jetzt hier dahinter eine Röhre wäre, die mit dem P-Switch aufgehen würde oder so. Ne, es kann kein anderer in die Lücke. Oder kann hier ein anderer in die Lücke rein? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Kurz mal liken, weil es cool ist. Aber das war nicht mit Lex, das hatten wir gesehen. Das Waldlevel fehlt. Da war noch ein Waldlevel. Aber ich weiß nicht wo. Nee, ich weiß nicht wo. I'm sorry. Da war irgendwo noch ein Waldlevel. Ja, ist ja wurscht. Was ich jetzt gerne mal machen würde, wäre folgendes. Man kann ja Level mittlerweile besser sortieren. Ich weiß nicht, ob das vorher ging. Aber man kann jetzt hier zum Beispiel sagen, beliebte Level... Oh shit, Okay, Musiklevel auf Level 1, auf Platz 1 muss ich mir angucken. Okay, I'm sorry. Meme-Musik muss sein. Was haben wir hier? Jetzt bin ich gespannt. Soll ich rennen oder laufen eigentlich? War von Dings, ne? JoJo's Bizarre Adventure habe ich noch überhaupt nicht geguckt. Aber war das jetzt Meme-Musik? Was ist denn da jetzt wieder dran in Meme gewesen? Es waren halt einfach... Also als Meme würde ich jetzt wieder was anderes bezeichnen. Gut, es benutzen viele Leute Giorno, aber weniger als Meme, oder? I don't know. Haben wir noch mehr Musiklevel hier gerade, wenn wir jetzt eh schon dabei sind? Was? Warum sieht das alles so gleich aus? Was ist das? Rainbow Boulevard. Ach, guck mal, das von Frank hat's auch hierher geschafft. Ach, Coffin Dance. Das ist Meme-Musik. Das ist Meme-Musik. Ja, aber das von gerade, es wird ab und zu mal in Memes verwendet, aber das ist ja keine richtige Meme-Musik. Also Meme-Musik ist für mich Musik, zu der ein Meme auch passt. Wie der Coffin Dance. Das war ein Meme und da gab es genau eine Musik dafür. So, dieses Wii-Theme, was da war, ja gut, das ist eigentlich keine Meme-Musik wieder.
schon im letzten Part gesagt, ne? Ah, jetzt hat es natürlich beim wichtigen Moment hinten muss man jetzt durch die Tür gehen, das ist ein bisschen schade. Aber was ich meinte, ne, ihr hört diese verschiedenen Instrumente. Es gibt mittlerweile so viele geniale Instrumente, mit denen ihr so gut Musik machen kannst. Das ist genial. Ne, das kann so richtig orchestralisch werden teilweise schon. Und immer im wichtigen Moment muss man wechseln. Ah, es ist so ärgerlich. Das macht's kaputt. Das macht's leider kaputt, weil das der Moment ist, bei dem du ja, aber dann hast du so ein Zwischending drin. Das ist ein bisschen schade. Aber was willst du anders machen? Du hast halt nur eine Fläche zur Verfügung. Es ist genial gemacht. Auch wenn es kein spielbares Level ist, ne? Es ist schon genial gemacht. Es ist schon genial gemacht. Aber ich frage mich echt gerade, wo dieses Waldlevel ist, was wir da... Oh, ich glaube, ich weiß, warum das nicht da ist. Weil das ist dann der Moment gewesen, wo es mich rausgeschmissen hatte. Oder ich bin freiwillig rausgegangen. Ich weiß es nicht mehr. Das könnte sein. Und dann wird es nicht gespeichert bei den gespielten Leveln, weil es nicht abgeschlossen ist. Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Frog Movie. Ach, da gibt es bestimmt auch wieder cool. Ich wollte aber eigentlich in die Super-Expert-Dinger reingucken. Ich muss im nächsten Part oder im übernächsten Part mal wieder extra einen Musikpart machen. Ah ja, nee, komm. Rickroll brauchen wir jetzt nicht. Aber ich liebe Musiklevel. Es ist... Ich brauche wieder einen extra Part Musiklevel. Ach komm, wir spielen mal wieder ein Think Fast. Die sind immer cool. Die sind immer cool. 10 Miniräume, let's go. Die sind immer cool. Das geht immer. Dann machen wir im nächsten Part den Super-Expert-Durchlauf von den Best-Dingern. Easy. Easy. Na, war ich nicht schnell genug. Mist. Oh, ja. Ob ich noch mehr Fails einbaue. Ich hoffe nicht. So, jetzt kommt die Swamps. Hopp! Na, das ist schon knapp. Okay. Ah, okay. Zwischenpunkt. Sehr schön. Okay, rüber, 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 rüber. Gut. Okay. Passt. Einer durfte dann nochmal falsch sein. Mist. Okay. Bisher zwei Fehler gemacht. Schade. Weil jetzt macht man natürlich bis zu den Räumen, wo man schon war, keinen Fehler mehr. Jetzt kennt man es ja. Aber... Oh, das war knapp. Aber wir haben ja noch einen, den wir noch nicht kennen. Uiuiuiui, okay. Oh. Das war Glück. Nein! Man müsste echt da hinten für mich so einen Boden hinbauen mit Lava oder sowas. Ich springe so oft über die Fahne drüber. Oh Gott, wenn da was gewesen wäre. Ja, sehr schön gebaut, sehr schön gebaut. Dann bleiben wir jetzt noch kurz in dem Best-Dingern drin und machen nächstes Mal die Super-Expert-Dinger. How to make music? Erklärt das jetzt? Oder ist das ein Fun-Level? Wir gucken mal kurz rein.
Note. Okay, also klar, jeder Goomba hat sein festes Instrument, in dem Fall das Piano. Und je höher du den Notenblock dann platzierst, desto höher ist auch die Note. Okay. Sound. Genau. Und jeder hat halt seinen eigenen. Und das ist jetzt halt, ne, diese Mecha Koopas, die kommen jetzt halt mit neuen Sounds und richtig coolen. So Synth klingen die ein bisschen. Das heißt, du hast zum einen die Höhe des Notenblocks für die Höhe der Note und natürlich die Art des Tons. Mehr dürfte es jetzt eigentlich nicht geben, oder? Okay, Speed, je nachdem, was du halt einstellst. Genau, es gibt Walk Speed. Aber du kannst natürlich jetzt auch auf dem Fließband schon schneller laufen, ne? Dann wird es hier schneller. Ja, verstanden. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Also die Höhe der Note und was auf die Note drauf fällt. Und dann halt, wie du sie hintereinander setzt von der Geschwindigkeit her. Schön, dass das mal erklärt wurde. Habe ich ja so auch noch nicht genau gewusst, wie es funktioniert. Ist aber sehr verständlich. Also, ist sehr, sehr verständlich. Aber das erklärt jetzt so ein bisschen doch wieder mehr, warum die Level so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Noch ein Musiklevel? Ich könnte jetzt ja hier auch wahrscheinlich nach Musik sortieren, ne? Ach nee, hier nicht. Dafür müsste ich ins andere gehen, verstanden. Ah, da gäbe es wieder... Wenn ich das hier so durchlesen, es gäbe so viele Level, wo ich jetzt einfach reingehen würde und sage, okay, gucken wir es uns an. Aber ich kann nicht alles spielen. Gucken wir uns das noch an, das klingt interessant. Die Non-Suspicious Level sind auch immer lustig. Let's... make... it... way. Da ist eine Röhre. Nee, doch nicht. Ach, das ist noch ein Off-Block. Da ist eine Röhre. Oh no, oh, es regnet. Körperteile. Oh Gott, das sieht echt bescheuert aus. Oh Gott, das sieht echt bescheuert aus. Hui. Moa. More fun. Kann man sterben? Wird dies forcieren? Ich will es lieber nicht forcieren. Oh nein! Da ist mein Checkpoint. Okay, die. No! Oh. Und jetzt ist man am Ende, ne? Wie es immer ist, wenn man die Non-Suspicious Level spielt, dann ist man immer am Ende. Genau. Wobei es halt auch hier wieder interessant ist, wie der Ersteller es geschafft hat, ohne Checkpoint das Level abzuschließen. Da muss halt irgendwo nochmal ein extra Weg sein, keine Ahnung. Das weiß man dann immer nicht so genau. Oh, es klingt alles so spannend und interessant und... Pokémon. Aber was hat's mit diesen Dings-Leveln auf sich, die so, ne?
die so musterdingsig aussehen. Ist das einfach nur der Screen oder hat das mit dem Level zu tun? Dass du dann so Formen überall siehst und keine Ahnung. Ja, das ist die Formel. Okay, alles klar. Das war wild. Hui. Okay, ja, alles klar. Das sieht. Das sieht halt cool aus. Aber das war's dann auch. Uiuiui. Okay. Kriegen wir irgendein Level noch? Übrigens, da war das Experience-Level von Dings. Das machen wir, das klingt interessant. Simple Kaizo in the Desert. Nein! Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht schaffe ich es ja. First try. Hat sich erledigt. Nein, warum ist er jetzt gesprungen? Du musst doch Spin-Jumpen, Mario. Hast du nicht die Basics gemacht? Oh Gott. Mach erst mal die Basics. So. Flop. Flop. Hä? Ich drücke auf Spin-Jump. Warum? Hä? Hab ich, drücke ich nicht auf Spin-Jump? Doch. Hä? Ich bin verwirrt. Ja, geht doch. So, wir machen hier vielleicht... Na, ich wollte sagen, wir machen hier vielleicht zweimal, aber nee, lieber nicht. Das haut nicht hin. Alter, das kann doch nicht so schwer sein bei dem Swamp. Das muss ich doch wohl hinkriegen. Ich muss wirklich direkt rüber, weil er ist so langsam, er kommt mir so langsam vor, dass ich immer denke, es reicht nicht, aber anscheinend reicht es. Also nach dem Swamp will ich dann aber jetzt eine bessere Performance hier sehen. Oh Mist. No. Der dreht direkt um, okay. So viel zur besseren Performance. Jetzt fährt er nicht los. So. Was jetzt? Okay, da kommt zwei. Ah ja. Da ist auch zwei. Ah ja. Und dann hier. Yo, das war frech. Das ist gar nicht so einfach, das Level. So, zack. Zack. Jetzt kommt er hier rüber. Jetzt habe ich den nicht... Ach so! Oh, verstanden. Das war cool. Okay, zweiter Teil. Ja, alles klar. Also für manche ist es Small Kaizo, für mich ist es Hard Kaizo. Ei, Hilfe. Okay. Wir kriegen das hin. Ich bin da ganz... Nein, jetzt habe ich den schon ausgelöst.
ganz guter Dinge, wollte ich sagen. Aber brauche ich dann überhaupt den zweiten Mole, wenn ich so auf die Plattform draufkomme? Brauche ich doch gar nicht dann, oder? Hat der einen anderen Grund, dass ich den mitnehmen muss? Nee, den brauche ich nicht. Okay. Ja, cool. Jetzt bist du kein Fallschirm, natürlich. Ach. So, also dann kein Fallschirm. Oh, der ist richtig fix, ne? Der ist richtig fix, der Swamp. Hopp. Ja, dann haben wir jetzt sogar noch mal ein anspruchsvolles Level hier am Schluss. Das ist ja schön. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ja, was ist denn jetzt in dem Part alles passiert? Irgendwie alles. Ich habe euch ein paar von den Multileveln gezeigt, die ich, Yo! Wie mache ich das denn? Die ich, euch noch nicht zeigen konnte. Dann haben wir... Weiß ich nicht mehr. Irgendwann waren wir hier. Also irgendwie ist alles in dem Part passiert. Vielleicht spielen wir das Level aber auch noch eine Stunde. Das kann natürlich auch sein. Habe ich auch nichts dagegen. So. Vielleicht sollte ich unter den Umständen das mit dem Super-Expert lassen. Ne? Aber ich will es mir mal angucken. Ich will mal gucken, was da so für Level landen. Dass ich die nicht schaffe, ist mir auch klar. Ich wollte mir die Level angucken. Doch. Bist du denn? So, so, so. Wir sind langsam wieder an dem Punkt, wo es peinlich wird. Ich will es nur kurz sagen. So, so. Ich schaff's nicht, auf ihm zu bleiben. Was ist das denn? Wie geht das? Ich dachte, das muss doch ganz simpel sein, auf ihm drauf zu bleiben. Aber ich bleib nicht auf ihm. Er zieht unter mir weg. Hä? Bin ich technisch hier falsch? Jetzt, 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 yes! Nein! So habe ich das nicht kommen sehen. Ich weiß, da war ein Indikator in der Luft, aber ich habe den anders interpretiert. Ach, Mist. Okay, aber wir kriegen das hin. Wir werden das Level noch abschließen. Nicht zu schnell und du darfst nicht zu langsam sein. Das mit dem Swamp ist echt eine schwierige Stelle. Von allen Leveln, die ich hätte starten können, muss ich so eins starten. Wir hätten schön entspannte, einfache Level haben können, aber nein. Ich muss das hier spielen. Yes! Okay, jetzt haben wir es. Ab dafür! Mist. Ist es denn zu fassen?
Swamp! Warum? Wir werden keine Freunde mehr. Jetzt. Nein! Ich verliere immer den Speed. Warum verliere ich den Speed? Ja, das war neu. Nein, das reicht doch nicht. Absolut nicht. Go! Yes! Jetzt nicht den Speed verlieren! Yes! Oh, das hat gedauert. Uff, das hat gedauert. Jetzt will ich die Kommentare lesen. Ob dann noch mehr Probleme mit dem Swamp hatten? Hä? What? Hallo? Hallo? Boah, vielleicht hat die Switch auch gerade irgendwelche Probleme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.